So, willkommen zurück zur Vorlesung Patentrecht. Ich habe noch nicht alle Materialien online gestellt, weil ich dafür bisher keine Zeit hatte, aber das wird nachgeholt. Die Vorlesungsaufzeichnung ist auch noch in der, wie soll man sagen, Post-Production und ist deshalb auch noch nicht da, aber das wird jetzt alles viel besser und wie immer, die Technik schwierig. Heute unser Thema Patentierbarkeit. Wir beschäftigen uns heute also zum ersten Mal damit, was muss ich haben, um ein Patent zu kriegen? Welche Voraussetzungen brauche ich für die Erteilung eines Patents? Und Sie sehen, unser Programm für heute ist, wir fangen erstmal mit so Grundbegriffen an, Vokabeltraining, was sind Erzeugnis- und Verfahrenspatente und schauen uns dann näher an, was eine Erfindung ist und gehen dann da halt so verschiedene Merkmale durch. Schließlich gucken wir uns noch im Detail an, Software und Biopatente. Sie sehen das, kann man Software patentieren, kann man Biopatente patentieren, all das also gleich im Programm. Wir fangen an mit dem Thema Erzeugnis- und Verfahrenspatente. Das klingt schon komisch. Die Idee dahinter ist, das Gesetz unterscheidet zwei verschiedene Arten von Patenten. Wenn wir da mal ins Gesetz reinschauen, und zwar konkret in Paragraph 9, dann sehen wir da 9 Absatz 1 Satz 2, jedem Dritten ist es verboten, ohne Zustimmung ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen. Oder Nummer 2, ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden und so weiter und so fort. Und drittens, das durch ein Verfahren, das im Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellte Erzeugnis anzubieten. Aus dieser Sache hat man zwei Grundtypen. Das Erzeugnispatent, das ist das, was Paragraph 9, Nummer 1, Satz 2, Nummer 1 meint. Das ist ein Gegenstand. Und zum anderen das Verfahrenspatent, das 9, Satz 2, Nummer 2 meint. Und wir haben dann noch einen besonderen Fall, den wir uns noch angucken müssen, das sogenannte Verwendungspatent. Erzeugnispatente wiederum differenziert man intern nach Vorrichtungs- und Stoffpatenten. Vorrichtungspatente können sich ganz einfach merken. Das sind die Sachen, die man in einer gesamten Maschine, in einem gesamten Verfahren einsetzt. Zum Beispiel hier ein Zahnrad, zum Beispiel ein ABS-System. Das sind Erfindungen, die in einem Gesamtobjekt eingesetzt werden. Ein Beispiel, 1910 patentiert, ist auch die Alufolie. Sie kennen alle Alufolie. Da ist sozusagen patentiert, dass sie Aluminium auf ganz dünne Ebenen machen, um Sachen einpacken zu können. Ja? Eine ganz brillante Erfindung. Das ist eine Vorrichtung. Der Gegenbegriff ist das Stoffpatent. Beim Stoffpatent geht es nicht so sehr darum, dass es sozusagen als Teil für was anderes eingesetzt wird, sondern dass Sie eine ganz neue Zusammensetzung entdeckt haben. Sie haben entdeckt, wenn Sie A und B zusammenschütten, kommt da was ganz Neues raus. Es kommt zum Beispiel, wenn Sie rote Farbe und gelbe Farbe zusammenschütten, orange Farbe raus. Dann kriegen Sie ein Patent für diese orange Farbe. Ein Stoffpatent zeichnet sich dadurch aus, dass Sie umfassend dieses Material nutzen können. Das typische Beispiel dafür ist Aspirin. Aspirin gab es ein Patent für, das war Acetylsalicylsäure, das war patentiert von Bayer. Das heißt, nur Bayer durfte Aspirin herstellen, egal zu welchem Zweck. Ob man es als Kopfschmerztablette, als Fiebersenkungsmittel, als Muskelschmerzmittel oder sowas einsetzte, man musste eine Lizenz von Bayer kriegen. Das Stoffpatent hat also einen sehr weiten Schutz. Man hat den kompletten Stoff, egal wofür er eingesetzt wird, geschützt, wenn man der Erste ist, der diesen Stoff sozusagen erzeugt hat. Der Erste, der Acetylsalicylsäure industriell herstellen kann, hat umfassend den Schutz für diesen Stoff. Demgegenüber Verfahrenspatente können Sie auch an bekannten Stoffen haben. Wenn Sie ein neues Verfahren haben, um einen bekannten Stoff herzustellen, dann kriegen Sie dafür ein Herstellungsverfahrenspatent. Dann sind Sie der Einzige, der dieses Verfahren zur Herstellung des Stoffes anwenden dürfen. Wenn Sie also zum Beispiel
Papier aus Altpapier herstellen können und da ein besonders effizientes Verfahren haben, sind Sie der Einzige, der dieses Verfahren anwenden darf, außer jemand erwirbt eine Lizenz von Ihnen. Das heißt aber nicht, dass Sie der einzige Papierhersteller der Welt sind. Alle anderen dürfen auch Papier herstellen, nur mit anderen Verfahren. Arbeitsverfahren sind überraschende neue Einsatzmöglichkeiten für etwas. Also zum Beispiel, Sie wirken auf eine Sache ein und haben ein neues Verfahren entwickelt, um Zement zu wiegen oder um die groben Teile von den feilen Teilen zu trennen, ein Siebverfahren. Oder ein Verfahren, um die Menge festzustellen, ohne eine große Waage zu konstruieren, irgendwie mit Lasermessung oder sowas. Das sind Arbeitspatente. Die Arbeitspatente verändern den Stoff nicht, sondern sie wirken nur auf ihn ein, gucken also, wie viel es ist oder ähnliches. Beim Herstellungsverfahren haben Sie Stoff 1 als Ursprung, Stoff 2 als Ergebnis. Beim Arbeitsverfahren bleibt der Stoff unverändert. Sie haben immer noch Stoff A, aber Sie haben irgendwas damit gemacht, ohne ihn zu verändern. Und dann haben wir noch die Verwendungspatente. Sie erinnern sich, Verwendungspatente sind ein Sonderproblem hier in diesem Bild. Ich habe eben über Stoffpatente gesprochen, habe gesagt, wenn Sie der Erste sind, der Aspirin herstellen kann, kriegen Sie ein umfassendes Patent an dieser Substanz, an dieser chemischen Zusammensetzung, was für 20 Jahre, sagen Sie, der Einzige nutzen kann. Nun kann es passieren, dass irgendein Arzt feststellt, Aspirin hilft nicht nur gegen Kopfschmerzen, Fieber und Gliederschmerzen, sondern ist auch für Herzprobleme gut. Das heißt, Aspirin in geringen Dosen verdünnt das Blut und sorgt dafür, dass das Herz weniger arbeiten muss. Das heißt, herzkranke Leute sollten regelmäßig Aspirin nehmen. Dann kriegt er ein sogenanntes Verwendungspatent, weil er hat eine neue Verwendungsmöglichkeit für den bereits bekannten Stoff gefunden. Dann ist er der Einzige, der Aspirin anbieten darf als Mittel für ihr Herzproblem. Aspirin für Kopfschmerzen und Ähnliches darf jeder anbieten, beziehungsweise nur Bayer. Wenn Bayer aber hingehen wollte und Aspirin für Herzprobleme anwenden wollte, müssten sie dafür die Lizenz erwerben. Also, Verwendungspatente, typischer Fall ist die sogenannte zweite medizinische Indikation, eine neue Verwendung für einen bekannten Stoff. Spannend wird die Sache dann, wenn Sie einerseits ein Erzeugnispatent an dem Stoff haben, das heißt, Bayer ist der Einzige, der Aspirin herstellen darf, und jemand anderes das Verwendungspatent für Herzprobleme hat. Dann darf dieses Medikament nur verwendet werden, wenn beide zustimmen. Das heißt, Bayer muss für den Stoff zustimmen und der Verwender muss zustimmen für die konkrete Verwendung. Ein sogenanntes abhängiges Patent. Ja? Gut. Also merken Sie sich diese grundlegende Unterscheidung. Erzeugnispatent 9 Satz 2 Nummer 1. Verfahrenspatent 9 Satz 2 Nummer 2. Und insbesondere das Herstellungsverfahren 9 Satz 2 Nummer 3. Nicht schwierig, oder? Das kann man hinkriegen. Das ist überschaubar. Was jetzt wirklich schwierig ist, ist das, was jetzt kommt, nämlich der Begriff der Erfindung. Die Erfindung ist nicht im Gesetz geregelt und deshalb müssen wir da uns an irgendwelchen dubiosen Definitionen entlanghangeln. Ein Patent ist die Lösung einer Aufgabe bzw. eines Problems durch die Anweisung Kräfte, Stoffe und Energien der belebten oder unbelebten Natur zur unmittelbaren Herbeiführung eines kausal übersehbaren Erfolges zu benutzen. So der BGH im Jahr 1985. Was soll damit gesagt werden? Sie müssen ein Problem haben. Das Ganze muss zielgerichtet erfolgen. Wenn Sie nur abstrakt generelle Ideen haben, sind das nicht schutzfähige Sachen, weil Sie keine Probleme lösen. Im Grunde wie bei einer Klausur, es muss die Fallfrage bearbeitet werden. Das würde intuitiv bedeuten, wenn das so wäre, dass diese Aufgabe ein ganz zentraler Begriff ist. Die gängige Definition sagt aber, Sie brauchen eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren technischen Erfolges. Da fällt die Aufgabe weg. Die Aufgabe ist sozusagen gedanklich immer enthalten in dem planmäßigen Handeln.
Weil der Plan ergibt sich daraus, was das Ziel ist. Ein Plan ohne Ziel ist undenkbar. Und deshalb ist ein planmäßiges Handeln stets ein Handeln im Hinblick auf eine bestimmte Aufgabe. Sie sehen auch hier, der BGH ändert seine Definition alle paar Jahre mal. Die sind also nicht wortgleich. Sie müssen im Wesentlichen nur wissen, dass es immer diese drei Merkmale gibt. Erstens gibt es das Merkmal Anweisung. Es muss eine Erklärung sein, was getan werden muss. Es muss eine Aufforderung sein, mach das. Zweitens geht es offenbar immer um Naturkräfte. Es muss irgendwas Naturwissenschaftliches sein. Schwerkraft, was weiß ich, Siedepunkt, irgendwie sowas muss eine Rolle spielen. Und schließlich muss es irgendwie zu einem übersehbaren technischen Erfolg führen. Das heißt, es muss dazu kommen, dass immer das Gleiche rauskommt, wenn Sie diesen Ablauf durchführen. Das sind die drei Merkmale, die völlig unstreitig sind. Wenden wir uns zunächst mal diesem Punkt Aufgabe vor. Aufgabe taucht in der Tat nicht ausdrücklich im Gesetz auf. Das Gesetz spricht stattdessen von Problem. Das Gesetz sagt, wenn Sie ein Patent anmelden, dann müssen Sie im Rahmen der Anmeldung Ihr Problem erklären, und zwar klar gefasst. Es muss also für jeden erkennbar sein, was wollen Sie hier eigentlich erreichen, wofür ist das Ganze eigentlich nützlich. Das Ganze wird nicht subjektiv bestimmt nach dem, was Sie sich vorstellen. Wenn Sie also Quatsch da reinschreiben, dann gehen die Richter hin und nehmen das, was Sie für richtig halten. Das heißt, das wird sozusagen objektiv bestimmt. Es wird also unterstellt, was ein vernünftiger Erfinder wohl gemeint hätte. Wenn wir also einen Fachmann fragen würden, wofür braucht man dieses Teil, dann wird gesagt, das ist die Aufgabe, die Sie gelöst haben. Selbst wenn Sie sich schlecht ausgedrückt haben oder eine andere Aufgabe angegeben haben, ist das irrelevant. Also der Test ist, was erreicht dieses Patent eigentlich, wofür ist es nützlich? Die Aufgabe alleine bringt sie aber nur bedingt weiter. Denn das Patent liegt nicht in der Aufgabe, sich eine tolle Frage ausgedacht haben, sondern der Wert des Patents liegt natürlich in der Lösung der Aufgabe. Das heißt, der eigentliche Inhalt, der auf jeden Fall drin sein muss, ist die Erklärung, wie lösen Sie denn dieses Problem? Die Frage kann sozusagen ausgetauscht werden, Ihre Lösung ist dagegen zwingend. Wenn Ihre Lösung schlecht formuliert ist, haben Sie ein Problem. Wenn die Aufgabenstellung schlecht formuliert ist, kann man die hinterher austauschen. Beim europäischen Patent steht sogar ausdrücklich drin, dass das Ganze nicht mal ausdrücklich genannt werden muss. Das heißt, die Aufgabe kann sich aus der Lösung ergeben. Wenn Sie also eine ganz klare Erklärung haben, was das Gerät macht, ergibt sich für den Leser daraus, warum es das machen soll, warum Sie diese Erfindung für nützlich halten. Für die Prüfung bedeutet das, die Aufgabe ist eigentlich völlig egal. Selbst wenn eine Aufgabe im Patent drinsteht, hat die für Sie keine Verbindlichkeit. Sie können eine beliebige andere Aufgabe da reinlesen, wenn ein vernünftiger Mensch das so verstehen würde. Sie ist sozusagen nur der fiktive Punkt, auf den das Ganze ausgerichtet ist. Jedes Patent hat eine Aufgabe, auch wenn sie nicht angegeben ist. Sie müssen also sagen, wofür braucht man dieses Patent? Was hat man von dieser Erfindung? Wofür ist die da? Und wenn Sie diese Frage beantwortet haben, wissen Sie, was die Aufgabe ist. Aus der Aufgabe soll eine Lehre zum planmäßigen Handeln folgen. Was ist eine Lehre? Das ist ganz einfach. Die Lehre lautet, mach das, damit das und das rauskommt. Eine schlichte Handlungsanweisung, tue das da und dafür. Was ausgeschlossen wird durch den Begriff der Lehre, ist zunächst mal alles, was einfach nur aufgefunden wird. Suche so lange, bis du eine rote Blume gefunden hast, ist keine Aufforderung, weil ob sie jemals eine finden, hängt vom Zufall ab. Es muss also eine Anweisung sein, die von einem Menschen auch sicher ausgeführt werden kann. Und alles, was man schön an der Uni macht, Grundlagenforschung so, was ist eigentlich die Relativitätstheorie oder Gravitationstheorie oder was auch immer, ist keine Handlungsanweisung. Mach mal Gravitation, geht halt nicht. Ja? Es muss eine konkrete Handlungsaufforderung sein, die rauskommt. Das ist also ausgeschlossen. Entdeckungen
sind, wie gesagt, ausdrücklich ausgenommen. Während in § 1 Absatz 3 gucken, steht da drin, Entdeckungen sind nicht Erfindungen im Sinne von § 1 Absatz 1. Dasselbe finden Sie auch im europäischen Recht, das ist also unstreitig. Der Grund, warum das so ist, liegt in der Wissenschaftsfreiheit. Wenn wir Ideen als solche schützen würden und sagen würden, die Relativitätstheorie darf nur von Albert Einstein und seinen Nachfahren genutzt werden, beziehungsweise mit Lizenz, wäre eine wissenschaftliche Forschung nicht möglich. Deshalb sind Grundlagengedanken allgemein zugänglich. Ebenfalls nicht schutzfähig ist es, wenn Sie in irgendwelchen Gräbern irgendwelche antiken Sachen finden. Die Archäologen können nie Patente machen, weil die entdecken nur Sachen, irgendwelche Sachen, die sie ausgraben, und das ist Schicksal. Wenn Sie irgendwelche tollen Pflanzen im Urwald entdecken, die noch keiner gesehen hat, das mag wissenschaftlich total relevant sein, patentrechtlich nützt es keinem was. Also Sie gehen in den Urwald, entdecken ein neues Tier, den 1-Milliardensten Schmetterling, sind der erste, den entdeckt haben, können mit dem eigenen Namen versehen, der heißt dann so wie Sie, Sie kriegen kein Patent. Gut. Ganz so einfach ist das nicht. Wenn Sie hier gucken, das ist die Wunderbeere aus Australien. Denn australische Forscher haben diese Frucht entdeckt und bei 75% der Testtiere wurden die Tumore von Krebs abgetötet. Das finden die Australier gut und innerhalb von einer Minute ist der Krebs quasi weg, wenn Sie diese Beere essen. Das haben die mit relativ großem Aufwand herausgefunden, indem sie halt 100 Tieren diese Beeren zu fressen gegeben haben und geguckt haben, ob die Tumore weg sind oder nicht weg sind. Jetzt Frage, kann man ein Patent dafür kriegen, diese Beeren zu essen gegen Krebs? Was meinen Sie? Die Regenwaldbeere. Habe ich extra für Sie rausgesucht. Ja, vielleicht ein Verwendungspatent. Ja, das ist ein ganz klassischer Fall, wo Sie ein Verwendungspatent kriegen. Sie kriegen zwar kein Patent an dieser Beere. Jeder kann diese Beere in seinem Garten anbauen, wunderbar. Aber was Sie kriegen, ist ein Patent auf die Verwendung dieser Beere als Heilmittel gegen Krebs. Ja? Ist ein Medikament, ein biologisches Medikament. Das können Sie kriegen und dann sind Sie der einzige Mensch, der dieses Ding als Krebsheilmittel verkaufen darf. Muss natürlich auch funktionieren. Also allein die Behauptung reicht nicht. Ausgeschlossen sind nicht nur die Entdeckungen, sondern auch die Theorien und mathematischen Methoden. Die Mathematiker sind also genauso arm dran wie unsere Urwaldforscher und unsere Archäologen. Das heißt, hier kommen sie nicht wirklich weiter. Der Grund dafür ist der gleiche, weil wir sagen, es kann nicht sein, dass die Theorie sozusagen, was weiß ich, die binomische Formel ausschließlich genutzt werden darf von Professor XY, sondern Sätze, Axiome und Formeln sind der Allgemeiner zugänglich und selbst wenn die noch so toll sind, Fermats letzter Satz, dann kriegen Sie trotzdem kein Einstellungsgerät. Darf jeder benutzen, gehört der Allgemeinheit, weil das alles andere als sinnvoll wäre. Die Lehre muss zu einem planmäßigen Handeln führen. Das klingt auf den ersten Blick einfach, das hat aber zwei Voraussetzungen. Es muss zunächst mal ausführbar sein. Das Patent muss so sein, dass es wie ein Kochrezept ist für den Fachmann. Der Fachmann ist derjenige, der sozusagen in dieser Branche tätig ist. Das heißt, ein Patent auf dem Gebiet der Chemie muss für einen Chemiker ausführbar sein, ein Patent auf dem Gebiet der Physik für einen Physiker, ein Patent auf dem Gebiet der Ingenieurwissenschaft für einen Ingenieur. Für einen Juristen muss es nicht ausführbar sein. Das heißt, es kann sein, dass Sie das lesen und keine Ahnung haben, was da steht, weil das alles irgendwelche technischen Fachausdrücke sind. Der Test ist also, was jemand aus der konkreten Zielgruppe daraus ziehen kann und der muss es machen können und vor allen Dingen muss er es ohne vertiefte Versuche machen können. Das bedeutet, wenn da die Mengenangaben fehlen typischerweise, dann kann man natürlich sagen, ich probiere so lange aus, bis es halt passt, kipp immer wieder nach und irgendwann komme ich auf den Punkt. Das würde nicht reichen. Es muss so genau sein, dass der Fachmann einfach so das Rezept nachkochen kann und es klappt. Zweitens, Sie dürfen abstrahieren. Sie müssen nicht ganz genau schreiben. Die Abstraktion muss aber so weit sein, dass der Fachmann auf jeden Fall sich das darunter vorstellen kann und sagen kann, aha, der meint eine klare Flüssigkeit, das kann sein Wasser, Schnaps oder Sprite.
So muss es sein, dass der Oberbegriff für den Fachmann eindeutig verständlich ist. Die Wiederholbarkeit ist relativ offensichtlich. Es muss so sein, dass jeder, der sich an dieses Rezept hält, auch zu dem Ergebnis kommt, was Sie gerne hätten. Wenn es so ist, dass es ab und zu mal klappt, ab und zu mal nicht klappt, dann ist Ihr Patent noch nicht ausgereift genug. Sie müssen es so weit konkretisieren, dass die Fehlerrate gegen Null läuft. Warum ist das so? Wenn Sie einfach sagen, ich habe schon mal einen Ball fallen gelassen und der ist ja nicht runtergekommen, sondern nach oben geflogen. Da hat die Schwerkraft mal nicht gewirkt. Deshalb möchte ich ein Patent, dass es keine Schwerkraft gibt. Dann werden Sie dieses Patent nicht kriegen, weil dieses Experiment lässt sich so nicht wiederholen. Sie müssen sagen, das ist immer so oder zumindest weit überwiegend so. Es reicht aber, wenn es in einem von 50 oder einem von 30 Fällen ist, wenn es halt gar nicht besser geht. Wenn es sozusagen nicht vom Zufall abhängig ist, sondern naturgegeben so ist, dass es sozusagen nicht immer klappen kann, dann reicht das auch, solange es ein Muster gibt, wann es klappt und wann es nicht klappt. Das Ganze finden Sie auch in § 34 Patentgesetz. Da steht drin, es muss so deutlich und vollständig sein, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Dasselbe auch im EPÜ. Da steht das wörtlich gleich drin. Nun ist es so, Patente können auch Sachen erfassen, die es auch gar nicht gibt. Weil sie eben abstrakte Begriffe verwenden dürfen hier, wie wir gesehen haben, kann es sein, dass der abstrakte Begriff auch Sachen erfasst, die erst noch erfunden werden müssen. Zum Beispiel kann es sein, um es mal ganz einfach zu machen, dass Sie ein Patent auf eine Maschine haben und Sie denken sich, da passen doch nur Schrauben rein. Und irgendwann erfindet jemand den Nagel und ein Nagel funktioniert genauso wie eine Schraube. Wenn Sie einen entsprechenden Oberbegriff gewendet haben, gesagt haben Befestigungsmittel, dann würde auch der Nagel erfasst, obwohl sozusagen damals nur Schrauben erfunden waren. Patente können sich also erweitern, wenn sozusagen da Ersatzgegenstände auf einmal erfunden werden. Deshalb sollten Sie es möglichst weit fassen. Das Problem tritt aber auf in der Chemie, da gibt es das Problem des sogenannten Durchgriffsanspruchs. Es wird gesagt, ja, wenn es, ich habe es entdeckt, sagen wir mal, Krebs entsteht durch Gen XY und ich möchte gerne patentiert haben, ein Krebsheilmittel, und ich sage, ich möchte gerne ein Patent haben auf das Gegengen zu XY. Eine Substanz, die das Gen sozusagen verändert. Dann sagen Sie, es gibt derzeit keine technische Möglichkeit, ein solches Krebsheilmittel zu entwickeln, aber wenn es eins gibt, dann möchte ich das Patent darauf. Das können Sie nicht machen, weil von Ihnen verlangt wird, dass Sie schon so konkret sagen, was Sie haben wollen, dass ein Fachmann das ausführen kann. Allein die Behauptung, ich habe jetzt sozusagen die Ursache gefunden, es muss nur jemand finden, der die Ursache beseitigt, gibt Ihnen kein Recht. Sie kriegen kein Patent an der Ursache, weil die keine Anwendung hat. Und Sie kriegen ein Patent an der Beseitigung, weil Sie die noch nicht erfunden haben. Trotzdem wird das in der Praxis immer wieder versucht, dass Leute sagen, wir haben jetzt die Ursache für Schnupfen gefunden oder die Ursache für Karies und wir wollen ein Patent an dem Gegenmittel, was folgende Voraussetzungen erfüllen muss. Es muss XY verändern, damit die Ursache wegfällt. Das kriegen Sie nicht. Sie müssen also ein konkretes Mittel benennen, was diese Voraussetzung erfüllt. Klar die Logik, warum Sie das wollten? Sie kriegen kein Patent an Karies, weil das ist halt eine Entdeckung. Und Sie kriegen kein Patent am Heilmittel, weil das haben Sie nicht erfunden. Sie haben nur gesagt, das muss halt weg. Das hier ist ein Patent, das sehen Sie rechts, wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Vorrichtung und Verfahren, die es ermöglichen, mit Hilfe der Schwerkraft andere Energieformen zu erzeugen. Und die Erklärung sagt uns, diese Form der Energieerzeugung ist ein Verfahren, Energieformen herzustellen, ohne die Schwerkraft abzuschwächen oder zu verbrauchen, ohne Umweltbelastung zu jeder Zeit und unbegrenzter Menge. Wie funktioniert das? Mit ganz vielen Rohren. Wenn Sie ganz viele Rohre nehmen und da Wasser durchleiten, dann produzieren Sie Strom, das Wasser fällt mit der gleichen Geschwindigkeit runter, wie Sie es hochgepumpt haben. Und trotzdem produzieren Sie Strom. Tolles Patent. Also quasi die Lösung unserer Energieprobleme, denn ohne Umweltbelastung, zu jeder Zeit, in unbegrenzter Menge, ohne dass es hinterher weniger Schwerkraft gibt als vorher. Also tolle Erfindung. Kriegen Sie dafür ein Patent. Also tolle Idee.
Was meinen Sie? Sie nehmen ein Rohr und wenn Sie ganz viele Rohre so durcheinander machen, dann schaffen Sie es, das Wasser fließt mit der gleichen Geschwindigkeit rein wie raus und es wird noch Strom produziert. Intuitive Frage. Warum machen wir das nicht alle? Wo könnte ein praktisches Problem liegen? Physik schon mal gehabt in der Schule. So Klasse 7. Schon lange her, aber. Was ist so das allgemeine Problem dabei mit Energie? Das lernen wir in der Schule, in der Klasse 7, ganz sicher. Ja? Energie muss ja nicht mehr lernen, dass ich jetzt auf einmal mehr Energie habe, als ich vorher hatte. Ja, der sogenannte Energieerhaltungssatz, jede Energie, die Sie rausziehen, muss auch irgendwo reingesteckt werden. Es gibt kein Verfahren, es ist mathematisch nachweisbar, dass es kein Verfahren gibt, um Energie zu erzeugen. Sie können Energie nicht erzeugen, Sie können nur Energie umwandeln. Aus Strom macht Wärme, aus Wärme macht Strom, aus Bewegung macht Strom, aus Strom macht Bewegung. Das geht alles, aber Sie können nicht Energie aus dem Licht erzeugen. Sie verlieren immer irgendwas. Die Solarzelle nimmt das Licht ist dann weg. Deshalb, dieses Patent wird nicht erteilt mit der Begründung, Energie kann nur von einer Form in eine andere umgewandelt werden, um einem System Energie zu entziehen, muss dafür mindestens dieselbe Energie zugeführt werden. Energie muss irgendwo herkommen. Selbst wenn man das Patent genauso nachbaut und selbst wenn es scheinbar zu sich entscheidet, sagt man, kann dieses Patent nicht erteilt werden, weil es gegen elementare naturwissenschaftliche Grundsätze verstößt. Ein Patent, was gegen unsere physikalischen Grundsätze verstößt, wird nicht erteilt. Patente müssen dem entsprechen, was naturwissenschaftlich überhaupt möglich ist. Sie kriegen auch keine Patente auf Verhexen, auf Liebestränke, auf Zukunftsvorhersagen, weil das alles naturwissenschaftlich nicht geht. Auch Zeitreisen übrigens nicht. Ich habe mich damit beschäftigt. So. Also Patente müssen eine Lehre enthalten. Das bedeutet, sie müssen eine Handlungsanweisung haben. Diese Lehre muss auf ein planmäßiges Handeln gerichtet sein. Das heißt, es muss ein ausführbares Handeln sein, das heißt, es muss verständlich sein und es muss ein wiederholbares Ergebnis sein. Es muss aus diesem Handeln immer wieder das gleiche Ergebnis rauskommen. Patente gibt es aber auch nur für technische Erfindungen. Das Gesetz sagt, auf allen Gebieten der Technik, steht auch in diesem TRIPS-Übereinkommen, das heißt, es ist auch völkerrechtlich verbindlich, Patente gibt es für Technik. Was ist Technik? Technik wird objektiv bestimmt. Objektiv heißt, Technik ist das, was man im Allgemeinen darunter versteht. Das ist ein dynamischer Begriff. Zum Beispiel im Jahr 1900 gab es noch keine Informatik. Heute sagt man aber selbstverständlich, gehört die Informatik auch zur Technik. Also was Technik ist, ist zeitabhängig. Gentechnik, Informatik, alles was modern ist, Quantenphysik, gab es halt damals noch nicht. Gibt es heute, wird damit zur Technik. Technik zeichnet sich ganz allgemein dadurch aus, dass es um Naturkräfte geht. Naturkräfte meint alles, was man messen, fühlen, riechen oder schmecken kann. Das Ganze muss reproduzierbar sein. Das heißt, es muss irgendwie erklärbar sein, auch wenn wir die Erklärung noch nicht kennen. Es wird nicht vom Erfinder erwartet, dass er sagt, warum das funktioniert. Er muss nur sagen, dass es funktioniert und dass es nicht gegen irgendwelche logischen Grundsätze verstößt. Die Naturkräfte betreffen Dinge, ihre Funktionen und Eigenschaften, alles, was man greifen kann. Sie umfassen aber auch die Verwendung von Sachen und Kräften. Kräfte können Sie zwar nicht greifen, aber Sie können Kräfte nutzen. Wind, Schwerkraft, Reibungswärme, Flüssigkeitsbewegungen, Diffusionseffekte, all das können Sie nutzen und das ist Naturkraft. Und damit ist es gleichzeitig auch technisch. Die Technik bezieht sich primär auf die technischen Mittel, das heißt das, was Sie einsetzen, um Ihre Aufgabe zu erfüllen.
Sie können zusätzlich auch nicht technische Mittel einsetzen, zum Beispiel denjenigen, der den Knopf drückt. Wir brauchen einen Menschen, der den Knopf drückt. Das verhindert aber nicht, dass technische Mittel dann im Anschluss sind. Die Maschine läuft technisch. Das Ganze kann zu einem technischen Erfolg führen. Der technische Erfolg ist dann zum Beispiel, dass man Wärme produziert oder dass man Strom produziert oder dass man Geräusche produziert. Das ist ein technischer Effekt. Es kann aber auch zu einem nicht technischen Erfolg führen. Zum Beispiel sieht schön aus, leuchtet, schmeckt gut, riecht gut. Also was rauskommt, muss nicht zwingend technisch sein. Es reicht auch, wenn der Effekt rein sozusagen visuell ist oder geschmacklich oder ähnliches. Um das etwas herauszuarbeiten, habe ich Ihnen hier einen Problemfall herausgesucht. Das ist ein europäisches Patent. Der BGH hat sich die Mühe gemacht, das für Sie in einzelne Merkmale aufzugliedern. Das macht der BGH so, damit man gucken kann, welche Voraussetzungen ein Patent hat. Das Patent hat einen Anspruch und Patentanspruch 1 definiert, wie Sie schon sehen, ein Navigationssystem für TomTom. Und es fängt damit an, das Navigationssystem dient der Nutzung in einem Fahrzeug. Jetzt würden Sie sagen, das ist jetzt keine revolutionäre neue Erfindung, das scheint mir noch relativ klar. Und dann kommt ein ganz langer Katalog, woraus dieses Navigationssystem besteht. Sie sehen das. Zunächst mal ein Sensor mittels dem Erzeugen von Daten zur Navigation genutzt werden. Damit ist gemeint, es hat zum Beispiel ein GPS-System, damit es herausfinden kann, wo Sie sind. Dann eine Benutzerschnittstelle zur Kommunikation mit dem Nutzer. Das ist dieser Touchscreen. Sie erinnern sich, da kann man so drauf touchen. Und drittens eine zentrale Verarbeitungseinheit. Das ist das, was in dem Touchscreen drin ist, was sozusagen die eingehenden Daten verbindet mit dem, was ausgegeben wird. Jetzt sagen Sie, auch das ist jetzt noch nicht der Hammer, wo Sie ein Patent für geben würden. Deshalb wird das weiter konkretisiert. Nämlich, indem gesagt wird, die zentrale Verarbeitungseinheit, also Punkt 2c, kann folgende Operationen ausführen. Jetzt staunen Sie aber, was so das Navi kann. Es kann nämlich Erzeugen einer Route von einer ersten Position zu einem Ziel in Antwort auf die Auswahl des Ziels durch den Nutzer, wobei die Route eine Vielzahl von Fahrmanövern ausweicht. Was ist damit gemeint? Links abbiegen, fahren Sie jetzt auf die A47, solche Sachen. Kennen Sie hoffentlich. Zweitens, erzeugen einer Vielzahl von Fahranweisungen, die der Vielzahl von Fahrmanövern entspricht, wobei ausgewählte Fahranweisungen, jetzt kommt der wichtige Teil, AA, ein alphanumerisches Zeichen enthaltender Straßenname und BB, eine Entfernungsangabe zum betreffenden Fahrmanöver zugeordnet ist. C, da bieten eine Audiowiedergabe jeder Fahranweisung, wobei das entsprechende Fahrmanöver ausgeführt wird, bevor die Audiowiedergabe der ausgewählten Fahranweisung den zugeordneten Straßennamen und die zugeordneten Entfernungsangaben beinhaltet. Was ist damit gemeint? Das ist ein Navi, das sagt Ihnen, bitte jetzt in die Müllerstraße einbiegen. Bitte an der nächsten Ampel nach links auf die Adenauerallee einbiegen. Ja? Sagen Sie, das ist unglaublich, was es da technisch gibt. Die Einfügen einer angepassten Angabe der Entfernung bis zu dem der zuvor angebotenen Fahrweise entsprechenden Fahrmanöver in Antwort auf eine empfangene Aufforderung zur Nutzung zur Wiederholung des letzt wiedergegebenen einen Straßennamen und eine Entfernungsangabe enthalten Fahranweise. Das heißt, Sie können dem Navi sagen, bitte, wo soll ich abbiegen? Und dann sagt das Navi, an der nächsten Ecke bitte links auf die Adenauer Allee einbiegen. Ja, Technik, die begeistert. Und E, erzeugen einer Wiederholung der Fahranweisung, die zuvor wiedergegebene Fahranweisung den zuvor wiedergegebenen Straßennamen und die angepasste Entfernungsnamen enthält. F, da bietet eine Audi-Wiedergabe dieses wiederholten Fahranweisung. Wahnsinnstechnologie, klingt wie Siri, könnte man sagen. Hightech. Das war das Patent. Jetzt war die Frage, kann man das hier patentieren? Was ist das Technische an diesem Patent? Intuitiv. Wo liegt die Technik? Was ist das technische Meisterwerk in dieser Erfindung? Aber fangen wir erstmal anders an. Was meinen Sie, ist die neue Errungenschaft dieses Systems? Wir reden hier vom Patent von 1999. Es gab 99 schon Navis, aber was meinen Sie, ist das Revolutionäre an diesem Navi?
Was ist das Wahnsinnsfeature? Welche Erneuerung hat uns TomTom jetzt hier geliefert? Wir wollen ein Patent dafür haben. 20 Jahre Schutz. Haben wir offenbar auch eins gekriegt. Was ist das Coole? Was dieses Navi kann, was kein anderes kann? Ja, das Sprechen und auch zuhören, wenn man es nicht versteht, es wiederholt. Ja, das Navi ist so toll, das sagt einem nicht nur die nächste links, sondern das reagiert auch und sagt dann, ja, jetzt kommt die Adenauer Allee und da, dann sagt man, hä, Adenauer Allee, dann sagt er, ja, wirklich die Adenauer Allee. Also es ist ein richtiger Dialog, der sich da entwickelt. Ja, also es ist spannend. Aber wo liegt unser Problem bei diesem Patentanspruch? Was sagt dieser Patentanspruch nämlich nicht? Wenn Sie das so lesen, was ist das Problem mit diesem Patent? Was ist der einzige Inhalt dieses Patents? Das ist keine Handlungsanweisung. Das hat keine Handlungsanweisung. Das sagt ganz klar nur, es wäre eine gute Sache, wenn Navis mit den Menschen sprechen können. Sie sagt nur nicht, wie mache ich denn ein Navi, was mit den Menschen spricht? Dieses Patent erklärt uns nicht, wie die Sprachein- und Ausgabe funktioniert. Dieses Patent sagt uns nur, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn man eine Technologie hätte, die Sprach- und Einausgabe kann, dass man dann auch die Straßennamen vorlesen lässt und immer wieder wiederholen lässt, wenn derjenige nachfragt. Wenn wir also die Technologie gehabt hätten im Jahr 99, wäre es gut gewesen, das zu können. Das Problem ist nur, das, was hier gesagt wird, ist keine technische Anforderung. Es wird nichts Technisches gesagt. Es wird einfach nur gesagt, wäre nett, wenn ein Navi auch mit Menschen sprechen würde. Und diese Erkenntnis, dass Navis Straßennamen sagen, ist nicht die Lösung eines technischen Problems, sondern es ist, wenn Sie mal ins Gesetz gucken, nur die Wiedergabe von Informationen nach § 1 Absatz 3 Nummer 4. Es wird nur gesagt, wir geben zusätzlichen Straßennamen an. Es wäre schöner, den Straßennamen zu sagen, als einfach nur die Richtung. Also statt zu sagen, nächst links, zu sagen, bitte in die Adenauerallee links abzubiegen. Und das ist schlicht eine andere Darstellungsform. Die ist nicht patentrechtlich schutzfähig. Da ist kein technisches Element drin. Es ist einfach nur, für Menschen ist es verständlicher, wenn ein Name kommt, als wenn einfach nur eine Richtungsangabe kommt. Schutzfähig ist möglicherweise eine Technik, die Straßennamen automatisch in Sprache umwandelt. Schutzfähig ist möglicherweise eine Technologie, die mit menschlichen Spracheingaben umgehen kann, die auslesen kann. Nicht schutzfähig ist schlicht die Aussage, es ist sinnvoll, ein Navi zu haben, was Straßennamen nennt, statt einfach nur die Richtung. Weil da ist kein technisches Element drin, sondern nur ein Element, dass man sagt, der Mensch versteht es vielleicht besser, die Aufbereitung des Datums ist schlauer, wenn es menschlich aufbereitet ist. Also, es muss irgendwo eine Aufforderung an Informatiker sein, wenn du so machst, kommt ein besseres System raus. Das fehlt hier. Deshalb kein Patent für sowas. Das Patent muss zu einem Erfolg führen. Der Erfolg muss nicht notwendig technisch sein. Sie erinnern sich, ich habe eben diese Folie gehabt. Es muss Technik reinkommen, es muss aber nicht notwendig Technik wieder rauskommen. Es reicht auch, wenn es zu den Menschen verständlicher und leckerer oder schöner rauskommt. Deshalb reicht es, wenn Sie eine Sache machen und sagen, ein angenehmeres Licht kommt, wenn man eine Decke über eine Lampe wirft. Dann ist das eine technische Erfindung. Der technische Vorgang ist, werfe eine Decke über eine Lampe und der Erfolg ist, das Licht ist für den Menschen angenehmer, weil es gedämmt ist. Eine brillante Erfindung. Es genügt aber nicht, wenn es nur eine Einwirkung auf den Menschen ist, also auf das Objekt oder auf denjenigen, der es wahrnehmen soll. Wenn Sie also sagen, wenn Sie vom hellen Licht genervt sind, machen Sie die Augen zu, dann ist das eine Aufforderung an den Menschen, die wirken also auf dessen Wahrnehmung ein. Sie müssen einwirken auf den Gegenstand der Wahrnehmung, also auf die Sache. Und zum Zweiten dürfen Sie auch nicht nur das menschliche Wahrnehmungsvermögen nutzbar machen, wenn Sie sagen, was weiß ich, wenn man schielt, sieht man diese komischen 3D-Bilder, es gibt diese komischen Dinge, wo man draufkommt, wenn man schielt, sieht man die dreidimensional. Das ist sozusagen auch keine Erfindung. Wer die Produktion dieser Dinge, also wenn man die herstellt, ist schon eine technische Sache. Die Aufforderung, guck mal über Kreuz, ist nicht.
Entscheidend ist auch nicht, ob der Prozess von einer Maschine eingeleitet wird. Also ob zum Beispiel gesagt wird, es gibt einen Sensor, der sagt, wenn es regnet, fahr die Rollos ein. Die Maschine kann selbstverständlich von den Menschen eingeschaltet werden. Also ich sage, der Vorgang muss ausgelöst werden durch Einwurf einer Münze, durch Druck eines Knopfes, durch ein Anschreien des Geräts, Hallo Alexa oder sowas, ist alles okay. Also der Mensch kann es verursachen, nur es muss ein gewisser Prozess in einem Gerät selbstständig ablaufen, ohne dass der Mensch ständig einen Knopf drücken muss. Das heißt, der Erfolg muss eintreten, unabhängig vom weiteren Zutun eines Menschen. Hier habe ich ein Patent aus den 60er Jahren. Das ist ein Patent, was Sie alle verstehen können, weil es kurz ist. Es wird nämlich patentiert, Herstellung einer Suppe aus im Öl im Ganzen gebackener, unzerkleinerter Zwiebel, insbesondere spanischer Zwiebel. In Öl gebackenen oder gebratenen Pfifferlingen oder anderen Pilzen, gekeimten bzw. längere Zeit eingeweicht und danach unter Erhaltung der Form der Körner gekochten Weizen, durch Zerkleinern in vorzugsweise vermengtem Zustand und Aufkochen in Gemüsebrühe. Ja? Also, Sie können sich das praktisch vorstellen, Sie als alte Köche, können Sie sich das vorstellen? Ich versuche das mal anzumalen, glaube ich. Ich glaube, das kann ich malen. Noch nicht. Also stellen Sie sich vor, Sie haben den Topf und jetzt nehmen Sie ganze Zwiebeln, ja, Zwiebel, Zwiebel, und Sie nehmen diese Pilze und Sie nehmen und Sie nehmen den Weizen, also hier so Weizendinger voll. Und der Punkt ist jetzt dieses brillante Rezept, Sie nehmen diese ganzen Dinger nicht zerkleinert. Normalerweise würden Sie sagen, die hacke ich erstmal klein, dann brate ich schön brav an. Und Sie nehmen das alles unzerkleinert, schmeißen einfach alles in den Topf und kippen dann da Öl drüber. Und dann braten Sie das alles und dann nehmen Sie den Pürierstab und dann kippen Sie da Gemüsebrühe drüber. Und dann haben Sie eine Suppe. Ja, das ist die Erfindung. Sie sind ganz begeistert. Sie gucken so zweifelnd. Das ist das Patent. Jetzt sagen Sie, wieso, klingt doch ganz normal. Ich kann Ihnen sagen, die haben dann nachgeguckt beim Bundespatentamt, beim Deutschen Patent- und Marktamt heute, aber damals beim Deutschen Patentamt, haben sie nachgeguckt, in Dr. Oetkers Schulkochbuch und haben festgestellt, in der Tat, der Stand der Technik ist, man macht das nicht mit unzerkleinerten Zwiebeln, sondern macht das normalerweise mit vorher zerkleinerten Zwiebeln. Suppe wird nicht gekocht aus ganzen Zutaten. Die werden vorher zerkleinert. Also der Clou des Patents in der Tat, man kann das auch machen, bevor man die Sachen zerkleinert. Also erst alles brav sozusagen einmal und dann wird einfach kratz, 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 püriert und dann Brühe drüber gekriegt. Das ist der Wert dieses Patents. Und der Erfinder sagt uns, das ist auch ein ganz anderer Geschmack. Das schmeckt anders als die normale Suppe, die es anders gemacht hat. Das hat einen eher herben Geschmack. Und in der Tat, die Prüfer im Patentamt haben das natürlich dann gekocht und haben es probiert und haben gesagt, kann sein, dass es anders ist, sind wir nicht so ganz sicher. Also so ein bisschen anders vielleicht schon, aber ja, so muss ich das vorstellen. Also so funktioniert es beim Patentamt. Die versuchen das in der Tat auszuprobieren, ob es klappt und haben halt dann die Suppe gekocht und Suppe gegessen. Frage, ist das hier ein technischer Erfolg oder ist das hier erstmal sozusagen ein technischer Vorgang? Fangen wir damit mal an. Würden Sie das hier als technischen Vorgang qualifizieren, was hier dieses Patent Ihnen sagt? Das ist eine Lehre ist ziemlich offensichtlich. Es ist eine Handlungsanweisung, die kann jeder befolgen. Da können Sie jetzt nach Hause gehen und können dieses Rezept nachkochen. Das kann keiner bestreiten. Eine Lehre liegt vor. Ist das Ganze technisch? Würden Sie sagen, das ist eine technische Lehre? Sagen Sie nicht, dass so einfach keine Technik sein. Was war Technik? Was war die Voraussetzung? Was brauchen wir dafür? Worauf bezieht die Technik sich? Wenn man ein technisches Mittel braucht,
geht um Naturkräfte. Ja, man nutzt hier sogar ganz reine Naturkräfte. Man nutzt hier auch die im Öl gebackene Zwiebel, die kommt aus der Natur. Und das sind in der Tat, man würde sagen, das ist sozusagen eine Art Biochemie, was er hier treibt in der Küche. Das ist schon eindeutig Technik. Es ist nicht unbedingt Wissenschaft, aber es ist auf jeden Fall Technik. Ja? Also Technik haben wir auch. Ja, was ist denn der Erfolg? Was soll denn rauskommen? Also was ist der Erfolg, wenn man dieses Patent jetzt umsetzt? Was kommt da raus? Steht ja hier. Herstellung einer Suppe. Aber was ist der Witz dieser Suppe? Was hat man von dieser Suppe? Ja, sie schmeckt anders als eine normale Suppe. Das wäre jetzt erstmal kein technischer Erfolg. Ja. Die Wahrnehmung, ob das eigentlich stimmt. Genau. Also in der Tat, wir haben hier einen Erfolg. Der Erfolg ist nämlich, dass es beim Menschen anders ankommt. Wenn er diese Suppe isst, schmeckt die anders. Und das reicht völlig. Jetzt kommt, ja? Würde es auch ausreichen, dass man eine Suppe gekocht hat, ohne das festige, schneidende Zwiebeln zu haben? In der Tat, wenn es so wäre, dass das Schneiden von Zwiebeln ein Ärgernis wäre, dann würde man sagen, ist das ein Herstellungsverfahren für Suppe, was möglicherweise besser ist als das alte. Aber dieses Argument haben die nicht gelten lassen, weil die gesagt haben, naja, da kann man sich ja viel einfacher schützen, setzt man eine Brille auf, dann kann man Zwiebeln so schneiden. Kontaktlinse rein und dann kann man Zwiebeln wie am Fließband schneiden. Aber man spart ja auch Arbeitsaufwand. Dafür müssen die pürieren, also. Ja, aber in der Tat, außerdem hat man gesagt, das Pürieren war jetzt nicht die neue Erfindung, Pürieren gab es vorher schon, das heißt, da fehlte dann die Neuheit, weil, dass man das pürieren kann, war nicht so der coole Effekt. Das Beeindruckende war halt, ganze Weizenkörner statt Mehl, ganze Zwiebel statt gehackter Zwiebel, das ist ganz anders. Aber das entscheidende Problem der ganzen Sache war, dass der BGH gesagt hat, ist ja alles schön und gut. Wenn die Suppe wirklich jetzt total anders geschmeckt hätte, wäre es alles super patentierbar gewesen. Aber der sagt, der Unterschied ist so klein zwischen Suppe 1 und Suppe 2, dass man bei einem Blindtest keinen Unterschied erkennt. Und weil der Unterschied so klein ist, sagte, ist das nicht patentwürdig, dass man dafür einen 20-jährigen Schutz gewährt. Also der BGH hat hier, halt, der BGH als Berufungsinstanz, hat hier gesagt, wenn das Bundespatentgericht sagt, das Ganze schmeckt genau gleich oder ein bisschen anders, dann reicht uns das nicht. Es muss schon so sein, dass es einen erheblichen Einfluss auf den menschlichen Geschmackssinn hat. Ganz kleine Errungenschaften reichen nicht. Also Teil 1, die besondere ästhetische Wirkung reicht, da es sozusagen einen anderen Geschmack hat. Es muss kein technischer Effekt sein, das reicht auch der ästhetische Effekt. Es schmeckt ein wenig anders, solange nur das Verfahren technisch ist. Die zweite Aussage ist aber, es muss auch eine quantitative Hürde überwunden werden. Es muss ein relevanter ästhetischer Effekt eintreten. Das heißt, es muss zumindest abgrenzbar sein. Also die Suppe muss anders schmecken. Ein Drama ohne Ende. Ein anderes Patent, was Sie auch verstehen werden, das habe ich Ihnen hier aus der Patentschrift rauskopiert, wenn Sie staunen, da haben wir viel Mühe gemacht, das ist die Abbildung aus der Patentschrift. Ja, jetzt schauen wir uns das mal etwas näher an, was natürlich hier nicht geht, weil hier nie was funktioniert. Da. Schauen wir uns das mal an. Was soll das wohl darstellen? Das ist die Skizze des Erfinders. Das ist lustiges Bilderraten jetzt hier. Also Sie sehen hier, gibt es B, so Lämpchen, da gibt es O2, da gibt es so was Kreisförmiges und oben gibt es dann so, was, wo so Wellen rauskommen. Ja? Ja, das ist ein Notfallknopf, wenn man lebendig begraben will. Ja, das ist die Erfindung. Sehen Sie das Männchen, was in seinem Sarg liegt da unten. Ja, also das ist das Männchen, hier ist der Kopf und da sind die Beine etwas angewinkelt. Hier ist der Knopf, da geht der Arm hin. Und hier gibt es halt den Sauerstoffbehälter, da gibt es die Lampe, damit er nicht im Dunkeln liegt. Und hier ist sozusagen auch der Strom drin. Das ist die Idee. Sie haben also einen Luxussarg mit einem Knopf, mit dem Sie oben eine Sirene auslösen können. Drücken Sie doch mal. Und dann kommen die Leute und graben sie wieder aus, werden gerettet. Es ist sehr morbid. Ich sehe, die Begeisterung ist nicht groß für diese Erfindung. Und jetzt war unsere Frage, jetzt kommen hier so komische Striche.
Sie sehen es im Touchscreener optimieren. Ja, Touch ist nicht für jeden. Ne? Wegradieren. So. Also, um zurück zu unserem Sarg zu kommen. Was ist das Problem mit dieser Erfindung? Sagen Sie, das funktioniert auf jeden Fall. Und zu der Zeit gab es zwar schon so Warnsysteme, aber es war meist mit irgendwelchen Lämpchen. Das Highlight dieses Systems ist in der Tat, dass es da oben diese Sirene gibt, die höllisch laut ist. Und die Errungenschaft ist in der Tat, wenn Sie wirklich lebendig begraben sind, ist es nicht dumm, eine Sirene oben zu haben, weil dann werden Sie auf jeden Fall wieder aus, wenn Sie den Knopf drücken. Also Erfindung Sirene statt Lampe oben. Klingt doch gut. Meinen Sie, es gibt dieses Patent? Na gut, wenn es das gegeben hätte, wäre es schon lange abgelaufen, aber wo dieses Patent erteilt? Tolle Erfindung, oder? Sehen, das ist technisch begeisternd. Deutscher Erfindergeist. Natürlich war das ein Beerdigungsunternehmen, der es erfunden hatte. Der wollte halt diese Premium-Säge auch verkaufen, und zwar als einziger. Mit dem Motto, der Anti-Scheintod-Sarg nur bei Beerdigungsunternehmer Müller. Pro Sarg 85.000 Euro. Wollen Sie wirklich lebendig begraben werden? Wenn nein, 85.000 ist das Investment. Nur bei mir. Wird man wirklich lebendig begraben? Ja, in der Tat, das war genau das Problem, mit dem sich auch das Bundespatentgericht auseinandergesetzt hat. Das hat nämlich die Frage gestellt, für welchen Markt ist dieses Patent jetzt wirklich sinnvoll? Weil in Deutschland, wie wird man eigentlich beerdigt? Also was müssen Sie eigentlich tun, um beerdigt zu werden? Das war die Testfrage. Wann werden Sie beerdigt? Nach deutschem Recht. Was schätzen Sie? Es gibt ja einen Arzt, der auch einen Totenschein ausstellt. Und dann kann der Verwandte noch abschieben, wenn man sagt, vielleicht liegt. Also, wir bemerken schon, wenn man das geht. Ja, wir haben sogar eine ganze Reihe Mechanismen, wie gesagt worden ist. Nämlich, es gibt eher eine ärztliche Leichenschau. Es muss ein Arzt sagen, ja, die sind wirklich tot. Und selbst wenn der Arzt das sagt, gibt es immer noch eine Bestattungsfrist. Die können nicht von heute auf morgen beerdigt werden. Die müssen erstmal eine Weile da rumliegen und da rumgammeln. Das heißt, in dieser Zeit können Sie sich auch noch aufregen und sagen, ich bin gar nicht tot. Also der Fall, wenn Sie jetzt wirklich wie Jesus von den Toten wiederkehren, was ja theoretisch denkbar wäre, wird immer noch gehen, wenn Sie es also über Ostern schaffen, dann sind Sie halt wieder lebendig. Sie wären noch nicht beerdigt. Also Jesus wäre noch nicht unter der Erde gewesen, wäre kein Problem gewesen. Insoweit sehen Sie, sagt das Bundespatentgericht, es gibt keinen einzigen Fall, wo dieses System relevant werden könnte, weil alle Scheintoten dann, wenn sie beerdigt sind, auf jeden Fall entweder lebendig oder tot sind. Aber ein Scheintoter wird in Deutschland nicht beerdigt und damit kann es kein Patent dafür geben, weil dieses Patent keinen sozialen Wert hat. Es bringt sozusagen niemandem was. Ganz im Gegenteil haben wir dann gesagt, es hat ja durchaus auch Risiken, wenn der Alarm zum Beispiel losgeht aufgrund einer Fehlschaltung, dann hast du auf einmal auf dem Friedhof Höllenlärm. Das sorgt auch nicht für Begeisterung unter den Friedhofsbesuchern. Und zum Zweiten natürlich würde es auch ein falsches Zeichen setzen bei den Kunden möglicherweise, wenn man sagt, nur bei mir den Scheintoten Sarg, wollen Sie wirklich lebendig begraben werden? Entweder mein Sarg oder tot. Ja? Also das setzt halt falsche Anreize und das... Deshalb hat man gesagt, wird dieses Patent nicht erteilt, weil es keine soziale Nützlichkeit hat. Wir haben also gesehen, das Ziel kann ein nicht technisches sein, nämlich Geschmack, ästhetische Wahrnehmung oder ähnliches. Es muss also kein technisches sein. Es muss aber ein sozial zumindest irgendwie hypothetisch nützliches sein. Eine völlig nutzlose Erfindung wird ebenfalls nicht gewährt. In der Praxis wird aber gesagt, ist das Patentrecht grundsätzlich wertneutral. Das heißt, es wird grundsätzlich nicht überprüft, ob es eine sinnvolle Erfindung ist oder eine Erfindung, für die es einen Markt gibt oder ähnliches. Diese Fälle der Ablehnung wegen sozialer Unnützlichkeit sind eine absolute Ausnahme und bedürfen besonderer Begründung. Und das ist auch so der einzige Fall, der wirklich publik geworden ist mit diesem komischen System zur Entlarvung von Scheintoten.
Alle anderen Fälle, wie gesagt, sind abgelehnt worden, wurde gesagt, wir tragen es trotzdem ein. Wenn er dafür Geld zahlen will, ist halt seine Entscheidung. So, damit haben wir die Merkmale der Erfindung behandelt und wir kommen jetzt zu den einfachen Teilen, nämlich zum Paragraphen 1 Absatz 3. Der 1 Absatz 3 enthält endlich mal Sachen, unter die wir subsumieren können, nämlich Sachen, die keine Erfindung sind, ein Negativkatalog. Die Nummer 1 davon haben wir uns ja eben schon angesehen, haben gesagt, die Abgrenzung ist Erfindungen, die sozusagen Verfahren sind oder Erzeugnisse, die ein Mensch hergestellt hat durch Einsatz von Naturkräften, und Entdeckungen, das heißt Sachen, die ein Mensch einfach nur vorgefunden hat und als erster der Öffentlichkeit bekannt gemacht hat. Also einfach vorfinden ist Entdeckung, ist nicht schutzwürdig, die Erfindung dagegen schon. Ausgenommen sind weiterhin ästhetische Formschöpfungen, Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele und für geschäftliche Tätigkeiten, sowie Programme für Datenverarbeitungsanlage und die Wiedergabe von Informationen. Etwas verwirrend wird es dadurch, dass der Absatz 4 aber sagt, Absatz 3 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstandstätigkeiten als solche Schutz begehrt wird. Damit ist was ganz Triviales gemeint. Wir haben das bei unserem Fall mit der Beere gehabt. Sie kriegen keinen Schutz für die Entdeckung, dass es im Urwald irgendwelche Beeren gibt. Sie kriegen aber einen Schutz dafür, wenn sie herausfinden, dass diese Beeren Krebs heilen können. Das heißt, der Schutz geht dann auf das andere. Nicht auf die Beere, sondern auf die Verwendung der Beere. Dasselbe können wir auch bei allen anderen Sachen machen. Sie können zum Beispiel sagen, ich bin der Erfinder des Heckspoilers. Und der Heckspoiler ist grundsätzlich eine ästhetische Formschöpfung. Er kann aber auch die Wirkung haben, dass das Auto dadurch aerodynamischer wird oder ähnliches. Das ist eine technische Wirkung. Und dann ist es als technische Wirkung schutzfähig, aber nicht als ästhetische. Oder um ein ganz pragmatisches Beispiel zu machen, der Lego-Stein. Sie kennen alle Lego. Unten zwei große Noppen, oben sechs kleine Noppen. Und Sie können die aufeinander stapeln und dann sitzen die fest. Auch das ist eine technische Erfindung, dass sie diese Dinger machen, Legosteine aufeinander stapeln kann. Es ist aber auch gleichzeitig eine ästhetische Formschöpfung, weil Legosteine sind halt bunt und da kann man lustige Bildchen mitmachen. Sie kriegen einen Patentschutz nur für dieses Aufeinandernoppen. Sie kriegen keinen Patentschutz dafür, was das Schöne ist. Also als solches heißt, es gibt halt auch technische Aspekte. Die technischen Aspekte werden geschützt, die anderen nicht. Eine ästhetische Formschöpfung zeichnet sich dadurch aus, dass sie Formen oder Farbsinn anspricht, ohne dass es eine Lehre zum technischen Handeln gibt. Der typische Fall ist das, was Sie in den Frauenzeitschriften immer finden, so Strickmuster oder Modeempfehlungen oder Make-up-Empfehlungen. Wenn Sie einen Lippenstift sich auf die Backen spielen, kriegen Sie rote Bäckchen oder sowas. Das ist keine technische Anweisung, das ist eine rein ästhetische. Ja? Es sieht schön aus, wenn Sie Blau mit Rot kombinieren. Das ist eine Wahrnehmungsempfehlung, das ist nichts Technisches. Aber Sie wissen, wenn Sie die Vorlesung Designrecht gehört haben, für die Schnitte kriegen Sie natürlich Designschutz nach dem Designgesetz. Das heißt, die neue Kollektion von XY kriegt dann einen Designschutz und ist damit geschützt. Das heißt, Sie gehen nicht schutzlos aus. Außerdem kriegen Sie für kreative Schöpfung natürlich auch urheberrechtlichen Schutz. Das heißt, auch da, wenn Sie jetzt irgendwie eine ganz tolle Farbzusammenstellung haben, dann kriegen Sie dafür Urheberschutz. Paragraph 1 Absatz 3 Nummer 3 Patentgesetz sind die Regeln für Spiele und für geschäftliche Tätigkeiten. Was Spiele sind, ist relativ klar. Nach dem Motto, die Regeln für Monopoly oder Mensch ärgere dich nicht, kriegen Sie kein Patent drauf. Weil bei Mensch ärgere dich und Monopoly nichts Technisches passiert. Sie sagen nur, die Spieler, wenn sie an bestimmte Regeln sich halten, gewinnt einer das Spiel und alle haben Spaß dabei. Das sind aber nur Anweisungen an den Menschen. Es gibt keine Naturgesetze, die da eingreifen. Während das Spiel, ich werfe einen Stein auf ein Auto, das hat in der Tat Naturgesetze, aber das ist irgendwie nicht unbedingt spektakulär. Dann haben wir 1 Absatz 3 Nummer 4.
die Wiedergabe von Informationen. Auch das richtet sich nicht an irgendwelche Naturgesetze, da wird nichts Natürliches genutzt, sondern nur an den menschlichen Geist, wie er bestimmte Tatsachen am besten versteht. Sie erinnern sich an unser Navi-Beispiel, wo das entscheidende Argument von TomTom war, Menschen finden es schwer, wenn man ihnen nur sagt, die nächste links. Sie finden es viel verständlicher, wenn man ihnen sagt, bitte gleich links in die Adenauerallee einbiegen. Das ist nur eine Frage, ob der Mensch das so oder so wahrnimmt. Das ist eine Wiedergabe von Informationen, die ist nicht technisch. Das kann ein Psychologe beurteilen, aber es hat keine naturwissenschaftlichen Hintergründe. Das ist nur, wie das Gehirn abläuft. Als solche heißt, sie kriegen die Spielregel nicht patentiert, aber wenn die Spielregel Teil eines technischen Verfahrens ist, dann kann sie geschützt werden. Wenn Sie also einen Spielautomaten bauen, einen Flipper zum Beispiel, dann schadet es nicht, dass es ein Spielgerät ist, mit dem Sie halt irgendwas spielen können, sondern es ist einfach nur eine Nebenfolge. Sie kriegen einen Schutz für die mechanischen Abläufe, die da drin geschehen. Sie kriegen einen Schutz für die elektronischen Schaltkreise, die da drin sind. Sie kriegen nur keinen Schutz für die Spielregeln. Die Spielregel bleibt im Urheberrecht und ist damit raus. Sehen Sie den Unterschied? Geschützt wird die Technik und der nicht technische Teil bleibt ungeschützt. Deshalb als solche. Ja, damit haben wir den schwierigsten Teil der heutigen Veranstaltung hinter uns und kommen jetzt zu dem konkreten Anwendungsteil, nämlich zu Softwarepatenten bzw. zu Biopatenten. Softwarepatente, fangen wir damit an. Grundsätzlich wissen Sie vielleicht, wenn Sie Urheberrecht schon gehört haben, wird Software in Deutschland, der EU und den TRIPS-Mitgliedstaaten geschützt durch das Urheberrecht. Software gilt als Sprachwerk, und zwar sowohl der Quelltext, das heißt die Programmiersprachenbefehle, als auch die binäre Kopie, das heißt die Datei, die auf Ihrem Handy gespeichert ist, die Datei, die auf dem Computer gespeichert ist, die Sie anklicken, um das Programm zu starten. Alles unter Urheberrecht. Raubkopierer sind Verbrecher, wenn sie auch Computerprogramme kopieren. Die Frage ist, wenn diese völkerrechtlichen Verträge und die EU-Richtlinien und das deutsche Urheberrecht sagen, Software wird durch Urheberrecht geschützt, warum brauchen wir dann noch Patente? Und in der Tat, unser § 1 Absatz 3, den wir eben schon hatten, sagt ganz eindeutig, als Erfindungen werden nicht angesehen Programme für Datenverarbeitungsanlagen und eine Datenverarbeitungsanlage ist der Computer. Also Programme für Computer werden nicht als Erfindungen angesehen. Warum diskutieren wir das dann überhaupt noch? Ich versuche das mal so zu erklären. Der einfachste Fall ist dieser. Sie machen irgendwelche Eingaben im Computer. Sie drücken hier die Taste. Dann gibt es ein Programm, diese Anweisungskette. Das ist PowerPoint zum Beispiel hier. Und das läuft auf einem Gerät, was sehr eindeutig naturwissenschaftlichen Regeln folgt. Der Computer nimmt Strom rein und gibt Signale raus. Wenn das nicht Technik ist, was dann? Ob ich eine Lampe beleuchte oder einen Bildschirm beleuchte, macht keinen Unterschied. Und am Ende kommt ein Ergebnis raus, aber wir haben ja gesehen, das Ergebnis muss gerade nicht technisch sein. Der Auslösevorgang muss auch nicht technisch sein. Aber das, was hier in diesem Gerät passiert, ist ziemlich offensichtlich Technik. Warum hat man also die Software da rausgenommen? Das scheint nicht intuitiv, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Der Grund dafür ist, dass man die Idee hat, theoretisch kann man jedes Computerprogramm auch im Kopf ausführen. Alles, was Computer tun, ist rechnen. Und wenn man ihnen Papier und einen Stift gibt und genug Zeit, können sie jede Aufgabe, die der Computer lösen kann, auch mit Papier lösen. Es dauert halt ein bisschen länger vielleicht, aber sie können das alles brav machen. Und damit ist jedes Computerprogramm eine Anweisung, die zumindest theoretisch auch von einem Menschen im Gehirn ausgeführt werden kann. Und damit ist eine Anweisung an den menschlichen Geist. Allein dadurch, dass der Computer sie ausführt, wird sie nicht technisch. Es kann nicht reichen, dass eine Aufgabe vom Computer ausgeführt wird, um sie technisch zu machen. Ja, klar die Logik?
Jede Anweisung können Sie so formulieren, dass der Computer sie machen soll. Der typische Fall sind die Sachen, die da auch drinstehen, zum Beispiel Geschäftsprozesse. Billig kaufen, teuer verkaufen. Ist nicht patentierbar, weil es eine BWL-Anweisung an den Menschen ist. Wenn Sie aber ein Programm machen, was billig kauft und teuer verkauft, nennt sich das eBay Agent oder Beat Agent und das ist dann ganz toll. Aber alles, was das Programm macht, könnte auch ein Mensch machen, mit den gleichen Regeln. Und deshalb hat man gesagt, dafür gibt es keine Patente. Das war in den 60er, 70er Jahren so der Trend der Zeit. Heute haben wir aber Probleme. Und die Probleme beruhen auf einer einfachen Erkenntnis. Alles, was man mit Mechanik machen kann, kann ich heute mit Mikrochips machen. Das typische Beispiel, was man macht, ist das ABS-System. Als das ABS-System erfunden wurde, das Antiblockiersystem für Autos, was die Bremswirkung sozusagen reguliert und verhindert, dass man sozusagen Frontalbremsungen macht und damit Schäden verursacht, wurde entwickelt ursprünglich ein Zahnradsystem. Das heißt, es gab ursprünglich ganz viele Zahnräder und Riemen, die dafür sorgen, dass das Auto langsam bremst und nicht sozusagen spontan von 0 auf 100 bremst. Kein einziges Auto hat heute mehr eine Bremse, die mit irgendwelchen Riemen und Zahnrädern funktioniert. Das wird heute alles Mikrochip gesteuert. Sie kennen die Servobremse, die Servolenkung, das Servofahren. Also all diese Sachen, die früher mit viel Mechanik gemacht worden sind, machen heute Mikrochips. Und in dem Moment, wo Sie sozusagen harte Sachen, Metall durch Silizium ersetzen, also Schraube durch Computer, haben Sie das Problem, dass Sie einen Patentschutz verlieren. Das mechanische System darf Ihnen keiner nachmachen. Das elektrische System, das digitale System, dürfte imitiert werden, weil es dafür keinen Patentschutz gibt. Und das setzt natürlich den Anreiz, dass man irgendwie retro wird und versucht, möglichst viele Zahnräder überall einzubauen, damit man halt Patente kriegt. Das ist nicht unbedingt sinnvoll, weil die Leute wollen ja heute elektronische Autos und nicht Autos, die mit der Technik aus den 60ern fahren. Deshalb muss man hier Patente gewähren, damit man Fortschritte überhaupt hinkriegt, damit die Leute in dem Bereich auch forschen und da Wettbewerb entsteht. Und das fängt an mit der trivialen Erkenntnis, alle Schaltpläne, alle Computerchips sind per se erstmal technisch und wenn Sie einen Computerchip herstellen, einen eigenen Prozessor produzieren, können Sie dafür selbstverständlich Patente kriegen. Für Hardware gibt es grundsätzlich Patente. Nun können Sie aber rein technisch auch jedes Computerprogramm so gestalten, dass es genau in der Schaltung reingeht. Sie müssen das nicht als Diskette machen oder als USB-Stick oder als downloadbare Datei. Sie können das direkt in die Schaltung reinbrennen. Das ist technisch kein Problem. Dann ist es patentrechtlich so, dass dann natürlich nicht automatischer Schutz eingreift, sondern es darauf ankommt, was machen Sie damit? Und der erste Ansatz ist, wenn Sie damit ein technisches Problem lösen, Sie lösen ein technisches Problem durch Software, dann gilt das auch als Erfindung. Was ist damit gemeint? In unserem ABS-Fall lösen Sie ein Problem, was eigentlich durch Mechanik gelöst wird, durch Software, dann ist die Software äquivalent zur Mechanik und Sie kriegen auch ein Patent für die Software. Wenn Software Mechanik ersetzt, gibt es dafür Patente. Zweite Variante, die verfahrensbestimmenden Anweisungen werden zumindest geschützt. Wenn sozusagen, dass es irgendeinen Schritt gibt, den der Mensch im Kopf nicht machen kann, sondern der irgendwie mechanisch einwirkt, wird zumindest diese Anweisung geschützt. Das Einzige, was ausgenommen ist, ist der Teil, der im menschlichen Kopf ablaufen könnte. Also das, was sozusagen der Mensch in seinem Kopf ablaufen lassen könnte, das kriegen Sie nie geschützt. Alles, was eine Umsetzung macht, wird geschützt. Alles, was zu technischen Erfolgen führt, wird geschützt. Der BGH sagt, am einfachsten ist es immer dann, wenn das Ergebnis auf den traditionellen Gebieten der Technik ist, das heißt, wenn es um Physik, Chemie, Bio geht, dann kriegen Sie ein Patent. Wenn der Computer also einfach nur den Produktionsprozess steuert, die Maschine steuert und am Ende sozusagen irgendwelche Substanzen zusammengeschüttet werden, das dosiert, dann ist das ein technisches Verfahren. Dann kriegen Sie dafür ein Patent.
Ansonsten kommt es darauf an, ob es eine Eigenheit gibt, die gerade hier den patentrechtlichen Schutz macht. Und das ist immer der Test. Ersetzen Sie damit eine Sache, die sonst auf jeden Fall technisch wäre. Ersetzen Sie eine mechanische Sache. Ersetzungstest und Erfolgstest. Wie gesagt, ABS war danach kein Problem. Frage ist allerdings, was gilt mit der Benutzeroberfläche? Sie kennen vielleicht Microsoft Word, die haben diese Karteikarten, wo Sie dann machen können, Seitenlayout und sowas oben drüber. Frage, kriegen Sie dafür ein Patent? Das läuft auch auf einem Computer, diese ganze Oberfläche, die läuft nicht irgendwie mit Papier und Bleistift. Und das heißt, das hat irgendwas mit Einsen und Nullen zu tun. Frage, ist das ein Computerprogramm als solches oder die Wiedergabe von Informationen oder ähnliches? Oder kriegen Sie dafür ein Patent? Das ist die Frage. Was meinen Sie? Eine ganz neue, innovative Nutzeroberfläche mit diesen tollen Karteikarten oder wenn Sie Windows nehmen mit diesen Kacheln im Startmenü, eine ganz innovative Bedienung, Patent oder kein Patent? Würden Sie dafür ein Patent geben? Mit der Folge, dass es 20 Jahre lang natürlich kein anderer machen darf. Fällt es unter § 1 Absatz 3 Nummer 1, 2, 3 oder fällt es nicht darunter? Das ist die einfache Frage. Kennen das auch, dieses Slide to Unlock auf dem iPhone, nach dem Motto, dass man da diesen Balken früher mal verschieben musste. Patente oder keine Patente? Also eine 50-50 Chance. Was meinen Sie, wenn wir ein Patent geben? Was spricht denn dafür oder was spricht dagegen? Also dagegen spricht vielleicht, dass es nicht die Mechanik selbst ist, sondern nur die Anwendung der Mechanik. Ja, okay. Wir wenden da was an. Also Sie sagen, ich will ein Patent auf Slide to Unlock. Ich möchte gerne, dass man Handys entsperren kann, indem man einfach horizontal wischt, weil ich sage, bisher war das Problem, wenn man auf einen Knopf drückte, das konnte passieren, dass er zufällig auslöst, weil da irgendwas anderes in der Tasche gegengekommen ist oder ähnliches. Dieses Wischen ist eine Bewegung, die sozusagen in der Natur nicht vorkommt. Das heißt, das zufällige Entsperren des Handys passiert nicht mehr. Sie lösen also ein Problem. Aber wodurch lösen Sie das? Lösen Sie das durch eine technische Herangehensweise? Auf wen wirken Sie eigentlich ein? Das ist ja auch ein Teil der Benutzeroberfläche, ist ja quasi so ein Selbstschutz der ganzen Sache. Es ist ja nicht mehr kein Problem, dass nicht mehr jetzt möglich ist, aufs Handy einzuwirken, sondern dass eben verhindert wird, dass zufällig irgendwas gewählt wird. Und dann sagen wir, ja, das ist doch gut für Sie, das würden Sie doch freuen, oder? Wenn zufällig was gewählt wird, ist das schlecht. Also wenn Sie früher so ein Tastenhandy hätten, dann würden Sie sagen, ja, das ist schlecht. Wird irgendwas gewählt. Und dann rufen Sie in China an und auf einmal haben Sie eine Telefonrechnung von 500 Euro. Ja, aber die Tastensperre hat ein anderes Problem. Dann, wenn Sie sozusagen gerade den Notfall haben und
überfallen werden vom Räuber, dann müssen sie immer die scheiß Tastensperre rausmachen, so mit 5 Tasten, und dann sind sie lange schon vergewaltigt, ermordet und ausgeraubt. Also Apple hat da ganz pragmatische Ansätze. Apple hat auch ganz andere Patente. Apple hat ein Patent, was sagt, wir können beim Handy eine Komplettsperre machen, wenn es im Auto auf der Fahrerseite ist, das Auto sich bewegt. Dafür hat Apple auch ein Patent zum Beispiel. Das Ziel der ganzen Sache ist natürlich, soll verhindern, dass Leute am Steuer telefonieren. Also das heißt, wenn der Fahrer vorne sitzt, kann er einfach nicht wählen. Punkt. Das Handy ist gesperrt. Also es gibt solche Patente. Die Frage ist nur, würde man diese Patente in Deutschland kriegen? Es gibt diese Patente halt irgendwo auf der Welt, in den USA im Zweifel. Ist das in Deutschland patentfähig? Das ist eine innovative Idee. Auf wen wirken Sie ein mit diesem Slide-to-Unlock oder mit den Karteikarten? Ja, nicht nur auf den Menschen, der das dann ausführen muss. Ja, Sie wirken nicht auf das Gerät ein. Das ist dem Gerät völlig egal, wie es bedient wird. Sie wirken nur auf den Menschen ein und sagen, der Mensch kann es so besser, schneller, schöner bedienen. Und der Mensch ist nie Technik. Der Mensch, sozusagen die Einwirkung auf das menschliche Verhalten, ist keine Technik. Und das sehen Sie auch daran übrigens praktisch, dass Usability-Sachen gerade nicht gemacht werden von Informatikern oder Chemikern oder Physikern, sondern von Psychologen, die da halt gucken, mit was kommen die Leute am ehesten klar. Und das ist eben eine typische nicht-technische Sache. Alles, was auf Menschen einwirkt. Ja. Eine Frage. Sie haben jetzt gerade das Beispiel genannt, wenn sich das Handy auf der Fahrerseite befindet, dass man das dann nicht entsperren kann. Oder ja. Das würde doch dann aber hier patentrechtlich gehen, oder? Das ist eine interessante Frage. Wenn das Handy in der Tat komplett gesperrt wird, soll es natürlich dafür sorgen, dass es gar nicht benutzt werden kann. Das heißt, es wirkt nicht nur auf den Menschen an, es geht darüber hinaus. Andererseits, je nachdem, wie man es formuliert, kann man auch sagen, es erleichtert den Menschen sozusagen das Abschalten, was normalerweise von ihm erwartet wird. Also das kann man so oder so sehen. Es gibt also Sachen, da halt in Abschaltung im Kino. Also ein Motto, man sagt, wir sorgen dafür, dass im Kino das Handy nicht benutzt werden kann. Frage, ist dieses Patent sozusagen eine Einwirkung auf den Menschen oder eine Einwirkung auf die Technik? Ja. Dann jetzt die spannende Frage. Es gibt ein Verfahren, das wie folgt funktioniert. Es sammelt Daten aus verschiedenen Märkten, sagen wir mal vom Deutschen Bankticker und vom DGHP, also Deutsche Gesellschaft für Hochproduktivitätsticker. Die sammeln die alle, werten die automatisch aus und sagt kaufen oder verkaufen. Wenn der Kurs steigt, verkaufen. Wenn der Kurs fällt, kaufen. Und die berechnet halt, es wird wahrscheinlich weiter steigen oder nicht weiter steigen anhand der Vergangenheitsdaten. Ist diese Software Technik oder ist sie keine Technik? Das macht die wirklich im Sekundentakt, das heißt, die liest die Daten aus und verursacht direkt die Transaktion. Also quasi der Autobroker, würde man sagen. Otto der Broker. Klingt doch nicht dumm, oder? Würden Sie kaufen? Ihr persönlicher Daytrader. Am besten noch mit Leerverkäufen. Also zack, 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 innerhalb von einem Tag eine Million. Die investieren 1 Euro, haben am Ende des Tages 1 Million. Das ist es. Diese Software möchten Sie haben. Aber unsere Frage muss nicht sein, ob die Software gut ist. Die Frage ist, ist die Software patentfähig? Was macht der Computer in diesem Fall? Ja? Das würde bedeuten, dass der Computer irgendwelche Algorithmen oder diese Programme irgendwelche Algorithmen zugrunde liegen, aufgrund dessen die Entscheidung getroffen wird. Das wäre eine mathematische Formel. Ja, in der Tat, der einzige Vorteil des PCs, der genutzt wird, ist die reine Geschwindigkeit. Während das, was sozusagen geschützt werden soll, hängt ja gar nicht davon ab, denn wie schnell die Computer sind, wird hier nicht geschützt. Also wenn ich einen schnelleren Computer habe, wird das immer spannender. Mit einem Computer von vor 50 Jahren wäre es noch nicht gegangen. Dadurch ist der Computer heute schneller als vor 50 Jahren, haben wir halt einen Fortschritt gehabt. Das heißt, die Erfindung ist im Grunde nichts wert. Die Erfindung ist schlicht nicht Technik. Man kann es auch so formulieren, genauso wie die Psychologen machen auch die BWLer und VWLer keine Naturwissenschaft.
Alle, die keine Naturwissenschaftler sind, sind raus. Juristen übrigens auch nicht. Das heißt, es muss irgendwo Technik sein im Sinne von Naturwissenschaft und BWL und VWL, die rechnen zwar, aber die kennen sich in Naturwissenschaften aus. Ja, der BGH hat in den, ja, vor 7, 8 Jahren einige Grundsatzentscheidungen gemacht und er hat gesagt, entscheidend ist die Lösung eines technischen Problems, haben wir eben schon gesehen, es muss irgendwas rauskommen, was mit Physik, Chemie, Biologie zu tun hat. Zudem, zweite Variante, wenn das Datenverarbeitungsprogramm auf Belange außerhalb der Anlage rücksichtigen muss, die technisch bedingt sind. Also wenn Sie eine Anlage steuern, Sie haben einen Chip, der steuert eine mechanische Anlage, oder Sie haben einen Chip, der Daten von mechanischen Sensoren auswertet, dann ist das auch wieder Technik, weil die Anlage gerade technische Belange berücksichtigt. Und dritte Variante, das ist ein Tippfehler, Verfahren, die Daten verarbeiten, speichern und übermitteln mit Hilfe eines technischen Geräts, wenn es gerade um die Verarbeitung, Speicherung oder Ermittlung geht. Das heißt nicht, wenn es dahintergehende Algorithmen sind, sondern wenn es um den Vorgang geht. Zum Beispiel, dass Sie, was weiß ich, ein neues Diskettenlaufwerk erfunden haben, einen neuen USB-Stick oder Ähnliches. In den USA ist die Lage eine andere. Und das, was man da immer anführt, ist eine Entscheidung von 1998. Da ging es um ein Steuersparverfahren. Was war die Idee? Die Idee ist, wenn Sie einen Fonds haben und dieser Fonds ist als eine Art Konzern strukturiert, hat also verschiedene Unterkategorien, dann kann das für Sie steuerrechtliche Nachteile zur Folge haben. Wenn Sie nämlich nicht konsolidieren in der Mitte, sondern jeden Einzelnen abrechnen lassen, haben Sie Verluste, weil Sie halt sozusagen Verluste nicht verrechnen können in der Mitte. Sie müssten also, wenn der eine Fonds unter Fonds Verluste macht und der andere Gewinne macht, würden Sie beim einen viel Steuern zahlen, beim anderen keine. Wenn Sie es verrechnen, dann haben Sie halt insgesamt einen niedrigeren Gewinn und damit weniger Steuerpflicht. Und dieses brillante Verfahren hat ein toller Banker erkannt. Und dieser Banker hat dann eine Software entwickelt, die entsprechend steuerrechtlichen Vorgaben alle Daten sammelte und je nachdem das so oder so bilanzierte, sodass man möglichst wenig Steuern zahlen musste. Ja? Also das hier oben zeigt uns das Modell, wie der Fonds strukturiert ist. Dann gibt es die Bilanzierungsvorgaben. Hier gibt es den Erfinder und der nutzt einen Computer, um das sozusagen so zu machen, dass möglichst die Gewinne ideal verteilt werden. Und dafür wollte er ein Patent haben und dann haben die gesagt, naja, das ist doch ziemlich eindeutig etwas, das würde es normal mit Papier und Stift machen, du würdest halt gucken, welches Steuermodell ist am besten und der Computer nimmt einfach nur alle Dinge, die du mit Papier und Stift machst, vergleicht die und sagt, das ist das Beste und das kann der halt schnell. Die Amerikaner haben aber gesagt, weil das Gesetz sagt, jede Erfindung wird geschützt, muss auch sowas geschützt werden und deshalb gibt es auch für diese Vorgehensweise ein Patent. Das heißt, die Amerikaner gewähren traditionell einfach auf alles Patente. Das Ganze kam vor kurzem wieder, 2010, mit einem brillanten Algorithmus, den werden die Kartellrechtler relativ schnell durchschauen, was der Kniff dabei ist. Es gibt ein praktisches Problem. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Kohlekraftwerk. Für ein Kohlekraftwerk brauchen Sie bekanntlich Kohle. Wenn der Kohlepreis steigt, dann müssen Sie teure Kohle einkaufen und machen weniger Gewinn, wenn Ihre Stromkunden halt immer den gleichen Tarif zahlen. Weil aufgrund von behördlichen Vorgaben können Sie die Preise nicht von heute auf morgen erhöhen als Stromanbieter. Umgekehrt, wenn Sie Kohleförderer sind und haben hier im Ruhrgebiet irgendwo Ihre Kohlegrube, dann haben Sie das Problem, wenn auf einmal die Grünen kommen und sagen, Kohlekraftwerke werden dicht gemacht, oder wenn Donald Trump kommt und sagt, wir bauen jetzt die amerikanische Kohleförderung aus, dass mehr Angebot da ist oder weniger Nachfrage und Ihr Preis sinkt. Das ist für Sie immer schlecht in der Marktwirtschaft. Wenn der Preis sich entwickelt, haben Sie immer Verluste. Deshalb das brillante Patent. Man könnte ja jemanden nehmen, der einen Vertrag mit den Kohlegruben abschließt und sagt, ihr liefert an mich zum Festpreis in den nächsten 20 Jahren.
und umgekehrt einen Vertrag mit den Kraftwerken abschließt und sagt, ich verkaufe an euch zum Festpreis für die nächsten 20 Jahre. Das hat dann praktisch Folgendes ganz einfach zur Folge. Wenn der Preis steigt, dann kann er immer noch zum Festpreis einkaufen und die Preissteigerung auf dem Maximum völlig egal. Wenn der Preis fällt, muss er zwar zu einem höheren Preis einkaufen, als der Marktpreis ist, er kann aber zu dem Preis verkaufen, der vereinbart ist, das heißt, er kann auch für einen höheren Preis als den Marktpreis verkaufen. Das heißt, unabhängig davon, wie der Preis sich entwickelt, er kann immer zum gleichen Preis einkaufen und verkaufen und er hat immer den gleichen Gewinn, jeden Monat. Umgekehrt haben die Kraftwerke den gleichen Gewinn wie jeden Monat, weil sie ja keine höheren Ausgaben befürchten müssen, denn sie kriegen die Kohle immer zum festen Preis, egal wie hoch der Marktpreis ist. Eine brillante Lösung. Sie sind einverstanden, das ist toll, was der macht. Ja? Ist Ihnen klar, wie das Modell funktioniert? Der kauft halt zum Festpreis ein und verkauft zum Festpreis. Und damit verhindert er, dass der Marktpreis eine Auswirkung auf die konkrete Geschäftsbeziehung hat. Warum ist das ein Problem, nur mal rein ökonomisch betrachtet? Klingt doch eigentlich sinnvoll. Entlasse die Parteien vom Risiko und alle sind glücklich. Nee. Das Problem ist in der Tat, Sie haben hier einen separaten Markt sich geschaffen und welche Probleme stellen sich, wenn Sie Preisabsprachen haben? Welche Auswirkungen hat das denn? Warum finden wir Preisabsprachen nicht alle toll? Entlastet uns vom Risiko, alles wird geklärt und alle sind glücklich. Bei den Verbrauchern dann ja auch mehr klar als eigentlich müsste. Ja. Wenn wir unterstellen, es gibt auf einmal bessere Verfahren zur Kohleförderung und es ist viel billiger, Kohle zu kaufen, dann würde der Kohlegrubenmensch auf dem Gewinn sitzen bleiben und der Verbraucher am Ende der Kette hätte davon keinen Profit. Und Sie wissen, im europäischen Kartellrecht ist es hier immer den Verbraucher, den Endnutzer sozusagen zu entlasten und das würde hier verfehlt. Die Gewinne würden immer auf der obersten Marktstufe bleiben und damit würde der Endverbraucher immer der Benachteiligte sein. Also solche Preisbindungen gehen eigentlich nicht. Auf jeden Fall, das war das Patent. Jetzt fragen Sie sich, wo ist da die Software? Es gibt keine Software, aber das ist halt das Patent. Dieses brillante Verfahren, das wollte er gerne haben. Und ausnahmsweise haben auch die Amerikaner gesagt, dieses Patent kriegst du nicht. Und in der Tat, der Supreme Court hat gesagt, grundsätzlich geben wir auch für Geschäftsmethoden solche Patente. Aber was hier patentiert wird, ist so abstrakt, das hat ja überhaupt keine Anwendung, das ist so selbstverständlich, das kann es nicht patentieren, da fehlt die konkrete Anwendung. Wozu der Supreme Court sich nicht durchringen konnte, ist zu sagen, es muss irgendwo eine Maschine auftauchen im Ganzen. Der amerikanische Supreme Court sagt, auch Geschäftsmethoden sind grundsätzlich patentfähig, obwohl sie allein im Kopf des Menschen ablaufen. So, damit sind wir fast am Ende. Ich kündige schon mal für nächste Woche an. Wir werden behandeln die Kuh. Auf mich gibt es kein Patent. Und wir werden uns beschäftigen hier mit Patente auf Weizen, Schafe und Kinder. Das machen wir nächste Woche. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.